more bodies since yesterday. Bagged up and decontaminated. Okay, we should have a pickup for you within the hour. Great. Honestly, I don't understand how you cope with it. Me, I'm really starting to... Hang on, something's going on. Sir, you can't be here. This is an official Sarah Recovery Center. You'll have to... Stand back and no one will get hurt. We're only here for the supplies. No one needs to... Oh my God! Oh my God! Das ging da wohl schief. Nicht so geil. Nee, das ging da richtig in die Hose. Aber so richtig. Richtig. So, aber hier in dieser Wohnung oder in diesem Gebäudekomplex ist ganz viel zum Looten. Auch wenn ich das gerade nicht aufnehmen konnte. Und hier ist auch schon wieder Schluss. Aber hier muss eigentlich noch was sein. So, ich habe unsere kleine Umfrage jetzt auch mal auf Twitter gepostet. Bin gespannt, ob da irgendwas kommt. Ah. War ein bisschen hoch. Hat ein bisschen wehgetan. Kurz stehen bleiben, durchatmen, alles gut. Telefon. Telefon. Hey, da. Das sieht ja nett aus. Ja. Das sieht auch schön aus. Ja, weil es tatsächlich auch ein bisschen verzerrt. Oh, Leiche drin. Das ist nicht so schön. Ich habe das... Huch! Missing Agent discovered? Wo bist du denn da? Okay. In diese Richtung. Gut, machen wir das als erstes. Das Telefon wird mir immer noch später angezeigt. Das finde ich ja wieder. Na, ich will keine Mission machen. Ach, dann doch erst zum Telefon. Den vermissten Agenten finde ich ja gleich schon wieder. Hoffe ich mal. So, wo bin ich? Wo laufe ich eigentlich rum? Hier. Hier habe ich die Quest nicht gemacht. Das heißt, ich sollte vielleicht nicht permanent rumrennen, wirklich, sondern ein bisschen langsamer laufen, weil hier habe ich ja im Grunde noch gar nichts gemacht. Das heißt, vielleicht finde ich hier ja ein paar mehr Sachen, die ich noch machen kann. So wie gerade hier, dieser vermisste Agent. Und so weiter und so fort. Aber jetzt dann doch erstmal zum Telefon. Telefon! Telefon, Telefon. Zum Telly. Hallo? Entschuldigung. Okay. Entschuldigung, das klang original wie Darth Vader. Naja, original wie Darth Vader würde ich jetzt aber mal definitiv nein sagen. Darth, bist du es? Ah, und wir können übrigens einfach sagen, Fernkommunikationsgerät statt Telefon oder Telefon. Ja, oder wie gesagt, wie die Engländer, ne? Telly. Telly. Haben die Engländer wirklich detected. Telly? Ja. Das habe ich noch nie gehört. Oh, da kommt ein Bürger in Not, während ich da hinten die alle wegballern muss. Das ist nicht so geil. Ungünstiges. Ich muss ihm jetzt mal schnell was geben hier. Und dann wieder in die Deckung gehen. Gut, hat funktioniert, sie haben mich ja nicht gesehen. Ah, da ist noch einer. Was? Du blöder Wichskopf! Wichskopf! Warum schießt du mich einfach? Weil ich nicht wollte. Okay. Weil ich dachte mir, er macht einen Nahkampf, dann mache ich auch einen Nahkampf. Okay. Dachte ich mir gut. So. Finde ich gut. Damit alles irgendwie gleich bleibt. Keine Ahnung. Hat keinen Sinn gemacht. Ich wollte einfach. Nein, ich finde es gut. Ich finde es gut. Ich habe aber festgestellt, dass ich im Nahkampf so gut wie gar keinen Schaden mache. Oh, okay. Ja. Das ist nicht so gut. GTF Reinforcements requested. Verteidigt den Stützpunkt. Hostile forces Aua.
wie, Motherfucker? Du hast doch nicht das böse M-Wort gesagt. Doch, sagte er. Ich genau das sagte er. Brüskiert. Also mit deinen Brüsten? Die sind verviert. Entschuldigung, ich gebe zu, der war nicht lustig. Meine Brüste sind verführt. Die sind verführt? Ja. Durch das Spiel? Nein. Doch, durch unseren Charakter. Den findest du ja so toll, ne? Ja, der gefällt mir. Sehr gut. Bratzplatze, was gibt's denn leckeres zu essen bei dir? Erzähl mal. Ah, geht dein Essen jetzt? Das war voll sinnlos von mir, das zu fragen, weil du gerade dabei bist, dein Essen zu holen. Es tut mir so leid. Hä, zu holen? Inwiefern zu holen? Er sagt, er holt mal kurz sein Essen. Ja, ist doch in Ordnung, oder? Ja, klar, aber dann ist er ja nicht da, um zu hören, dass ich ihn gefragt habe, was es zu essen gibt. Weißt du? Da ist verdammt noch was dran. Tja. Manchmal bin ich so verwirrt, dass du so logisch denkst und handelst und... Ich auch. Ich auch. Gott sei Dank. Da muss ich mich ja gar nicht schämen, oder? So. Wir wollten... Gern geschehen, gern geschehen. Oh. Danke, danke. Schwarze Pizza klingt in der Tat nicht so geil. Schwarze Pizza. Aber das Schwarze kann man abkratzen. Das ist dann schön knusprig geworden, ne? Schön kross. Ja, genau. Goldbraun bis zum Äußersten. Klingt auf jeden Fall danach, dass Bratzglatze zumindest alleine wohnt. Und oder einen sehr miesen Koch, / Köchin hat. Und wahrscheinlich Anfang 20 ist und Student. Hey, how about we all take a deep breath? Deep breath? Okay. So, dann geht's nochmal weiter hier. Den verschwundenen oder verschollenen Agenten finden. Da vorne. Hier sollte ich auch erst nicht weiter rennen. Guck mal, da diese riesige Videoleinwand vor uns. Siehst du das? Ja. Sieht auch eigentlich ganz nett aus. Ja. Oh, also hast du trinken für deinen Amano? Ja, aber na klar doch, Mensch. Ich habe nämlich gerade das Gefühl, mein Mund ist Sahara. Das ist nicht so. Kurz mal ein Schlückchen zu mir nehmen, ne? Tut. Da liegt das Kreuzfahrtschiff war das Wort, oder? Ja. Manchmal habe ich solche Aussetzer, dass ich ein Wort im Kopf habe, aber gar nicht weiß, ob das ein richtiges Wort ist. Hundi! Hallo? Flauschemann! Flauschemann? Ja. Flauschemann. Flauschehund vielleicht, oder? Ja, okay. Nicht ganz. Du meinst solche Sachen wie Südenland? Ja, Südenland. Ich sollte vielleicht die Geschichte erzählen, oder? Dann würde man es verstehen, was ich mit Südenland meine. Aber erstmal will ich kurz wissen, was mit Bratzglatze ist. Bratzglatze wohnt bei Mutti, macht aber alles selbst und ist 21 und arbeitet. Okay, ja, da jetzt, war im Grunde alles falsch, was ich gesagt habe. Aber nur knapp vorbei. Nur knapp vorbei. Hab's zumindest versucht. Ja. A for effort, mein Lieber. Vielen Dank. Gerne. Sehr gerne. Auch wenn das Klischee leider tatsächlich da nicht stimmt. Aber okay. Welches Klischee? Naja, das Klischee, was ich gerade versucht habe zu... Also, dass junge Studenten nicht kochen können. Ja, und alleine wohnen und überhaupt im Laden. Junge Männer halt, aber... Achso, ich wollte gerade sagen, du solltest wissen, dass ich das beste Gegenbeispiel bin, aber ich zähle wahrscheinlich nicht als junger Mann. Junge, also würde mich sehr wundern, wenn ich als junger Mann zählen würde. Seit gestern nicht mehr. Bitte? Seit gestern nicht mehr. Ich, verwirrt? Ah, da. So, da haben wir die Suche auch abgeschlossen. Ich twitter mal wieder kurz. Ja, das könntest du. Das wäre auch gar nicht schlecht, wenn du mit dem Spieleflut-Account mal twitterst. Oh ja, mach ich so. Nichts gegen deinen Nashira-Account. Da ja, sind du hast ja auch doch ein bisschen mehr Follower. Eine Menge Leute da. Aber
So, auf dem offiziellen Spieleflut-Account wäre das jetzt auch nicht verkehrt. You should be close, Agent. Heads up, Agent. I've got something important for you. Wo bin ich denn gerade? Ach, da. Go to the Hudson Yard Safe House. Gut, dann machen wir die Mission. Readings indicate this area. Bin ich ja schon drin. Ha! Readings indicate this area is safe. Wollen erst die Spannung aufbauen und dann nachlassen. So macht man's. So, ein Safehouse freigeschaltet. Hier war ich ja noch gar nicht. Guck an. Ui. So was gibt's? Ja. Ich bin ja gerade jetzt hier reingekommen. Also District, Bezirk? Bezirk! Genau, das Wort fehlte mir. Frag Bezirk. Mich doch einfach. Na, später. So, dann holen wir uns hier mal noch ein paar Nebenmissionen ab. Nämlich genau bei ihm hier. Agent, it's great to meet you. Likewise. Sagte ich ja gerade schon. I'll be sending out the intel about our hotspots. So. Hier sind andere Menschen. Geht. So, sollen wir vielleicht eigentlich mal wieder Sachen verkaufen? Was meinst du? Och, so eigentlich nicht. Statt zerlegen, meine ich, ne? Meinst du? Also du bist dafür, wir verkaufen? Ja, so ein bisschen würde ich sagen. Echt, ja? Halt nicht alles, aber so ein bisschen vielleicht. Mal gucken. Ne? Weißt du Bescheid? Okay. Ich will erstmal hier meine ganzen Fragezeichen weghaben. Ausrufezeichen. Dass ich angeblich irgendwas noch nicht abgehört habe. Oh Gott. We should have a pickup for you within the hour. Hello? Hey, this is Allie from 89.911. What's your emergency? So, den Survival Guide. Zack, zack, zack. Okay, haben wir das schon mal freigeschaltet? Dann ist denn hier online eigentlich? Guck mal hier, der M1 ist schon Level 30. Der hat noch die ganze Woche, als er krank war, nichts anderes getan, als zu zocken. Und das ganze Wochenende. Das heißt aber leider auch, für mich ist es eigentlich vorbei, mit ihm zusammen in der Gruppe zu spielen. Ja, das stimmt leider. Das stimmt leider wirklich. Die Brassklasse meint, gut, dass es in der Apokalypse noch WLAN gibt. Ich glaube, von Apokalypse kann man da jetzt noch nicht so ganz sprechen, aber ich weiß, was du meinst. Hä? Huh? Bist du mal nett und brav zu mir oder was? Hä? Huh? Duh. So, das verkaufen wir alles. Hier haben wir noch irgendwas Graues, glaube ich, dabei. Genau. Das kann auch weg. Die anderen sollte ich vielleicht doch mal vergleichen jetzt so langsam. Der Random Rick sagt auch Telefon. Der Random Rick ist da. Achso, der Fall. Hat auch Twitter. Telefon, nicht Telefon, ja? Seid komisch. Ihr seid wirklich komisch. Vielleicht kommt er ja auch irgendwie aus der Ecke hier. Müsstest du mal nachfragen. Hä? So, was trage ich eigentlich? Ich trage die 17er. Die dürfte besser sein, ne? 1 mehr Rüstung, aber 600 mehr Leben, so wie es aussieht. Hm. Was ich nicht verstehe, weil es ist doch hier Waffenwert. Hier ist doch Leben. Warum steigt mein Leben, wenn ich die anlege? Eine sehr gute Frage. Macht überhaupt keinen Sinn. Und die Anzeige war schon wieder falsch, finde ich. Ha, ha, die Luna sagt Telefon. Dankeschön. Ich fühle mich nicht mehr so alleine. 2324 V. Ich verstehe es nicht, warum hier jetzt steht, dass mein Leben steigen würde, wenn ich die Maske anlege. Das kann gar nicht sein.